Event Kindliche Unschuld ist gestartet. Dazu habe ich bereits auch schon ein Video gemacht. Allerdings waren da ein paar Infos nicht ganz richtig. Denn der offizielle Tower Fantasy Twitter-Account hat als Belohnung angegeben, dass man im Event-Shop goldene Kristalle bekommen kann. Das stimmt aber nicht. Die anderen Twitter-Accounts der anderen Länder haben heute Morgen ein neues Bild gepostet. Denn man kann im Event-Shop Grauraumschriften holen, anstatt Goldkristalle. Zudem ist mir aufgefallen, dass man leider keine Bubbles bekommt, wenn man die AFK-Grenzkampfmethode benutzt. Daher hier mein Tipp, die schnellste Möglichkeit, um Bubbles zu bekommen, sind die Weltbosse. Denn dafür müsst ihr keinen goldenen Chip ausgeben. Ihr könnt die Boss-Truhe einfach öffnen, indem ihr sie forciert, ohne Chip, und bekommt dann 40 Bubbles. Ansonsten waren die Informationen, die ich bereits gesagt habe, alle korrekt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr am besten bei Kämpfen zu den Weltbossen mitmachen könnt, hier eine kleine Anleitung. Ihr geht einfach in den Chat, also in den Weltchat, und schaut nach, ob irgendjemand ein Taxi macht. Hier zum Beispiel ist ein Rudolf Autotaxi. Das heißt, ihr klickt auf sein Gesicht und geht dann auf Team beitreten. Dann seid ihr automatisch in seinem Team und klickt hier auf diesen Doppelkopf, um euch zum Teamleader zu porten, der sehr wahrscheinlich dann beim Boss steht. So könnt ihr euch ganz easy einer Gruppe anschließen, die diesen Weltboss macht. Wenn ihr dem Teamleader einen Gefallen tun möchtet, dann verlasst ihr am besten selbstständig die Gruppe, damit er euch nicht rausschmeißen muss, denn das kostet Zeit. Wenn ihr selber Leute herholen möchtet zum Boss, dann macht ihr das wie folgt. Ihr geht hier auf die Flagge, geht dann auf Team erstellen, klickt dann auf freies Ziel, um das Ziel zu ändern zu Raid. Dann seid ihr eine große Achtergruppe und stellt hier unten, ganz wichtig, Anfragen automatisch genehmigen auf an, also der Haken rein, damit die Leute automatisch joinen können. Und dann schreibt ihr, hier seht ihr das, ihr seid alleine, und dann schreibt ihr in den Chat Rudolf Channel 10 Autotaxi. Und dann können Leute euch joinen, so wie ihr vorher jemanden gejoint seid. Und da ist schon jemand, der ist auf Kanal 7, das seht ihr auch direkt. Das heißt, wenn der jetzt hierher portet und das Team voll ist zum Beispiel, dann seht ihr, ob er in Kanal 10 ist, und dann könnt ihr auf ihn draufklicken und dann auf Entfernen klicken, damit wieder Platz ist in der Gruppe, falls er nicht von alleine geht. Da, jetzt ist er hier und jetzt kann man ihn entfernen, wenn er nicht alleine geht, damit die Gruppe wieder leerer ist. Um Leute ein bisschen dazu zu bringen, dass sie zu euch porten, weil die Gruppe voll ist und ihr auf die Leute wartet, klickt ihr einfach auf dieses Lautsprechersymbol. Dann bekommen sie hier an der Seite ein Teamgespräch angezeigt. Und wenn sie da draufklicken, dann porten sie automatisch zu euch. Und so könnt ihr easy raiden und easy Channel hoppen, denn darauf ist kein Cooldown. Ihr müsst einfach immer nur im Chat gucken, ob irgendjemand ein Taxi für irgendetwas offen hat. Und wenn ihr eure Gruppe wieder schließen möchtet, dann geht ihr einfach hier unten auf das Exit-Symbol und damit verlasst ihr die Gruppe. Und so könnt ihr schnell und easy Bubbles farmen.